Hans und Peter sitzen in der Kneipe und planen ihre Unternehmensgründung. Sie wollen die Antikater-am-Morgen-Pille produzieren. Sie schmeißen zusammen, was sie dafür brauchen. Geheimzutat, Mineralien, die Pillenpressmaschine, eine Produktionshalle und so weiter. Den Zweien fällt auf, dass das Ganze nicht billig wird. Ihr eigenes Kapital hält sich in Grenzen. Sie denken an den Wirt Rainer, er soll sie finanziell unterstützen. Was das Vorhaben der Jungs mit der Bilanz zu tun hat, seht ihr in diesem Video. Um den Zusammenhang zwischen dem Vorhaben und der Bilanz zu verstehen, fangen wir vorne an. Was ist überhaupt eine Bilanz? Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und wird auf Grundlage des Inventars erstellt. Sie gibt Auskunft über Vermögen, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens. Dabei werden bei einer Bilanz zum Bilanzstichtag die Vermögensgegenstände dem Eigen- und Fremdkapital gegenübergestellt. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns den Bilanzaufbau an. Die Bilanz ist in Aktiv- und Passivseite gegliedert. Die Aktivseite, links unterteilt in Anlage- und Umlaufvermögen, gibt Vermögensform bzw. Vermögensaufbau wieder. Hier steht also, was das Unternehmen besitzt: Grundstücke, Maschinen, Bankguthaben. Das Ganze wird danach sortiert, wie schnell man es wieder zu Geld machen kann. Unten steht deswegen das reine Cash, die Kasse und oben langfristigere Sachen wie Grundstücke und so weiter. Auf der Passivseite, also rechts, steht, woher das Geld stammt. Dabei wird zwischen Eigen- und Fremdkapital unterschieden. Hier wird nach Grad der Fälligkeit geordnet. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind deswegen ganz unten, weil die am schnellsten zu begleichen sind. Wenn man einen Strich unter das Ganze zieht, muss unter Aktiv- und unter Passivseite derselbe Betrag stehen. Eigentlich klar, wenn links steht, wo mein Geld steckt und rechts, wo dieses herkommt. Die entstandene Summe wird als Bilanzsumme bezeichnet. Veranschaulichen wir das Ganze doch mal mit unseren zwei Jungs. Diese sind mittlerweile Gründer. Hier ihre erste Bilanz zum Stichtag. 300.000 für ihr Grundstück. Pillenpressmaschine 150.000 und so weiter. Dafür haben sie 90.000 eigenes Geld reingesteckt und 510.000 Euro von der Bank als Hypothek bekommen. Doch wie viel hat Wirt Rainer ihnen nochmal geliehen? Die Bilanzsumme links beträgt 900.000. Also muss sie rechts gleich sein. Das geliehene Kapital von Rainer beträgt also 300.000. Weil dann gehen beide Seiten auf. Um einen vollständigen Jahresabschluss aufzustellen, fehlt nun noch die Gewinn- und Verlustrechnung. Diese erklären wir im nächsten Video. Und dann seid ihr und unsere zwei Gründer bereit, einen Jahresabschluss zu erstellen. Damit bis zum nächsten Video, macht's gut, wir sehen uns gleich und bis dann. Ciao.